Aber ist die Quest, das weiß ich gar nicht, habe ich noch nie drauf geachtet, ist die erfüllt, wenn ein Kreuz verbrannt ist? Ich stehe voll in dir drin, Alter. Du stehst auf mich, wa? Ja. Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Phasmophobia. Wir sind heute im Blithedale Farmhouse. Leider, das Blithedale Farmhouse. So ein Dunkelkammer. Dein Sanity-Fresser. Lieblingshaus. Mein Lieblingshaus. Komme ich Wo immer du lebend aufgegangen raus? bist. Ja. Das ist nie passiert. Du hast keine Hindern Beweise. Sie den Geist mit einem Kruzifix daran, Sie heimzusuchen? Bringen Sie einen Geist dazu, eine Kerze auszublasen? Das vergessen wir irgendwie immer, ne? Ich habe Lassen aber Sie ein tatsächlich noch ein Feuerzeug gekauft diesmal. Teammitglied Zeuge eines Geister-Events werden. Bitte nicht, ey. Der Geist heißt Robert Martin. Der Geist scheint sowohl auf Gruppen als auch auf jemand, der alleine ist, zu antworten. Okay. Das Gute ist, ich habe eben noch mal neue Kreuze gekauft, ein Feuerzeug, eine Kerze müssen wir suchen. Und das Geister-Event, das werden wir eh erleben, das ist der Dachboden, ne? Das schon wieder so kacke, der Nee, aber Dachboden ist gut. Das ist besser wie. Ist das dasselbe Nein. Haus? Nee, das ist doch ein Nein. anderes Haus. Ach, das ist das Haus, ja. Das ist das, was du draufgegangen bist. Nee, das war dieses Das, was andere, das wir. war das Doch, das. Labyrinth. Nein. Das ist das, was. Ja, das ist das, was wir letztes Mal zum Schluss gespielt hatten. Nee, das war das andere Farmhaus. Nein. Ja. Nein. Das ist das, was wir gespielt Ja, hatten letztes Mal. nein. Alter, bist du irgendwie doof? Doch. Dann wäre ja Das hier eine ist das. Hintertür. Ja, das ist das Haus hier hinten, wo du letztes Mal draufgegangen bist, wo ich dir den Ja, IMF bringen wollte. stimmt. Hast du recht gehabt. Tut mir Ja, leid. weiß ich. Ja. Warum machst du Ups. die Tür zu, du Opfer? Dachboden ist der Sicherungskasten. Grusel, Grusel. Ist das ein Zeichen? Hier ist der Hörer vom Telefon runter. Meinst du, das ist schon ein Zeichen? Er hat mich vor der Gasflasche erschrocken. Aber ich bin nicht Spiegel auf ausgerastet. jeden Fall. Und hier sind 11 Grad. Ich habe hier was gehört, rechts von mir, entweder ein Raum oder unter mir. Ich habe hier 10 Grad hier oben. Hatte ich auch eben. Ich habe 11. Wenn ich jetzt noch herausfinde, könnte das das Tuch gewesen sein? Boah, ich sehe gar nichts hier, ey. Taschenlampe hast du an? Licht kannst du auch anmachen. Ja, ich weiß. Das bringt aber hier irgendwie nichts her. Ich habe 6 Grad gehabt. Okay. Robert, bist du hier? Ja. Ich habe ihn Hören. gefunden. Er ist oben im Bedroom geradezu. Also hoch um die Ecke und dann. Kamera platzieren. Machen wir mal hier. Ist aber dunkel hier. Ja, zu viel Licht, dann macht er wieder die Sicherung aus, ne? Was? Hä, was für ein Ofen? So ein Gasofen oder so kaminmäßig? Also ich bin jetzt bei 6 Grad und Radio, das eben anging, davon ausgegangen, dass der oben ist. Nee, weil wenn das unter mir sein sollte, kann das ja auch unten sein. Aber ich hatte hier gerade keine Minus oder so. Also keine Niedertemperatur.
Ich habe Gefriertemperatur und ich habe mich vor meinem Atem erschrocken. Ja, ich habe gedacht, ich sterbe. Das liegt doof, ne? Vielleicht lieber hier hin. Und das liegt auch doof. Vielleicht lieber. Bist du oben oder was? Ja. Ich glaube, die Ding trotzdem doof. Nee, wenn du zu viel Licht anmachst, dann macht er die Sicherung aus. Sicherung ist auf dem Dachboden. Ich hole noch mal Sachen aus dem Auto. Wo bist du denn? Ja, genau, die Treppe hoch, jetzt rechts und geradeaus. Du müsstest den sehen, der ist genau vor dir. Wir haben Gefriertemperaturen und Orbs. Ich sehe ja noch richtig gut aus. Gefriertemperaturen und Geisterorbs. Ich bin schon wieder im Haus. Genau. Ja. Okay. Robert, kannst du mit uns sprechen? Er ist doch hier so am Bett, ne? So in der Nähe. Okay, ich hole noch mal. Ja, der Dots war auch, der Orbs war auch hier so in dem Radius. Ups, falsche Taste. Geisterbox, wir haben alle Beweise, wir haben alles. Außer wir kriegen noch Fingerabdrücke. Wenn wir Fingerabdrücke kriegen, ist ein Mimik. Dann veräppelt der uns. Aber so wäre es jetzt die Geisterbox und dann hätten wir den Onryo. Krass. Ja, das habe ich eben gehabt. Ein kleines. Kerze. Brauchen wir das nur noch mit der Kerze? Und Kruzifix. Hast du schon eine Kerze gesehen gehabt? Nö. Ich nehme vorsichtshalber UV-Lampe aber auch mit. Ja. Wegen, falls doch Fingerabdrücke sind. Okay. Ja, nur Orbs und Gefrier bis jetzt und Box, ne? Also kein Dots oder so. Aber bei dem Mimik kannst du manchmal Orbs haben, dann imitiert er aber einen anderen Geist und dann hast du 4 bis 5 Beweise. Manchmal. Ich höre mich bei dir. Ja. Ja. Buch brauchen wir ja denn nicht mehr, ne? Nö. Aber Sanity. Kerze haben wir nicht. Ja, da Feuer suchen wir meine ich. eine. Nee, ich hab Feuer. Wenn du denn Kerze nimmst, oder willst du das Feuerzeug nehmen? Weil ich habe ja die UV noch. Ich habe auch UV. Voll gut. Das heißt, wenn er uns ärgert, kriegt er einen Sonnenbrand. Halten wir beide drauf. Eine Kerze. In dem Raum war auch keine, ne? Das sind Dosen.
Ist das hier eigentlich eine Kerze? Nee, ist ein Glas. Keine Kerze! Strom ist noch an? Ja, ich habe die noch angemacht. Ja, weil wieder Licht ausgegangen ist. Ich dachte, oh, hier ist eine Kerze. Hast du noch einen Slot? Was? Also kannst du noch was nehmen? Hier, hier. Wo bist du denn? Hier ist die Kerze. Nee. Ah, doch. Oh, Tür. Okay, hier sind schon mal keine Fingerabdrücke. Aber er fasst halt auch nichts an, ne? Hier ist nichts Habe ich an. da hingestellt. Okay. Ja, so war das. Kerze ist an. Bist du raus? Du hast mich einfach alleine gelassen. Du hast die Tür. Oh Gott. Du hast die Tür zugemacht, ne? Doch, du Schwein. Hab mich zu Tode erschreckt. Ich dachte, der hantet jetzt. Aber noch gar nicht so, ne? So, uns fehlt jetzt immer noch ein Knochen. Foto vom Geist wäre nice. Irgendeine Aktion. Wir können gar nicht so viel fotografieren, ne? Maximal ein Knochen und den Geist, wenn wir ihn sehen. Oder einen verfluchten Gegenstand, wenn wir den finden. Hast du nachgesucht? Ah ja, genau. Ja. Das gibt dann Hat sie zumindest noch mal ein Eingänge bisschen verringert? Geld. Weißt du noch, wo der Spiegel ist? Ach Mist, ich habe die falsche Taschenlampe weggeschmissen. Heftig. Ah, ja. Ja. Fehlt eigentlich nur noch der Knochen. Der könnte ja auch oben irgendwo liegen. Das Radio ist wieder an. Ja, viel mehr können wir gar nicht. Wir haben auch von den Beweisen her eigentlich nichts, was wir fotografieren können. Aktuell. Ich weiß auch nicht, wo der liegen würde hier in dem Haus. Na, hier ist noch eine Tür. Auch nix. Na, so lange kann er noch gar nicht tot sein. Die Zahnbürste sieht noch gut aus. Da keiner da. Boah! Hygienisch war er trotzdem nicht. Die Beatles. Ach, der Ofen. Ach so. Weil oben der Strom an ist, richtig? Nee, aber ich habe was im Auge. Ach, das ist ja. Ja, Fingerabdrücke müssen wir oben gucken. Also hier unten ist nichts. Knochen meine ich.
Ja, ist halt so ein gemütlicher Spaziergang durch ein fremdes Haus, ne? Wo bist du? Ja, das ist gut. Begib dich mal schön in Sicherheit. Ich suche den Knochen. Kaputter Spiegel. Hier im Bad ist ein kaputter Spiegel, da hat einer eine Axt reingehauen. Hab ein Foto von gemacht, kannst dir angucken. Die liegen drinne. Ich weiß nicht, ob die heile sind. Aber ist die Quest, das weiß ich gar nicht, habe ich noch nie drauf geachtet, ist die erfüllt, wenn ein Kreuz verbrannt ist? Das ist so frech. Das wäre jetzt so gemein. Dann hätte mir das Kreuz nichts gebracht. Handelt er noch? Alter! Ich beeile mich. Kreuze sind aber noch intakt, also ist der woanders gekommen. Wo liegt denn jetzt hier das Kreuz? Ich habe kein. Alter, ich muss hier raus, ey. Ich habe ihn hier, ich habe ihn hier drinnen gehört. Ich komme raus. Hi. Ich muss mal zum Van. Boah. Da habe ich mich erschrocken. Ich habe vielleicht ein bisschen Köttel in der Hose. Aber das mit dem Kreuz bringt nichts. Ich glaube auch, dass der. Warte mal, wir sind. Hier so oben. Der ist ja hier oben. Oh. Der ist ja oben jetzt von uns aus gesehen oben links in dem Raum, ne? Und ich glaube, dass der gerade in dem Raum da drunter gespawnt ist. Keine Ahnung. Also ich habe ihn da gehört. Ich war ja da. Ja. Ich wollte jetzt nur noch den Raum da absuchen. Wegen dem Knochen, aber da war ich jetzt nicht drin. Aber der Ohr, das Ohr ist noch in dem Raub. Ich habe alle Pillen geschluckt. Ja, toll, du Junkie, ey. Ja, ich weiß nicht. Wollen wir noch einen Knochen suchen? Wollen wir noch ein Foto machen? Wollen wir Nee, fahren und sagen, wir haben es geschafft? ja, wir haben es geschafft. Okay, weil wir haben erst mal gekauft. Mal gucken. Hast du eingetragen? Eigentlich Oh, ja, Onryo? ja. Das habe ich. Onryo war richtig. 90 € nur, Hast du ey. das Foto mit der Axt gesehen? Nö. Na, warte, geh mal auf Weiter und jetzt drück mal Escape. Okay, hier hängen. Warte, ich glaube hier. Nee, das sind nur Beweisbilder. Doch, hier unten links ist das mit der Axt.
Krass, oder? Ich sehe keine Axt, du Otto. Hey, die steckt doch da im Spiegel drin. Hier ist so ein Stiel. Da, wo der Spiegel kaputt ist. Genau über diese rote Zahnbürste geht so ein Stiel lang. Und? 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 Was für eine rote Zahnbürste, Junge. Wieso, was hast denn du da für ein Foto? Normales Bild mit einem Spiegel. Ein kaputter Spiegel. Oh, das ist ein Bild weiter. Hier hinten, du Otto. Nein, da ist, Hier. ja, da ist bei mir jetzt ein Radio. Hä, da ist bei mir das Bild mit dem Spiegel. Okay. Wieso sind hier eigentlich diese komischen Pins im Stein drinne? Hä? Weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall haben wir herausgefunden, um welche Art Geist es sich handelt. Und wir haben überlebt. Das ist schon mal viel wert. Und ich hoffe, das wird uns das nächste Mal auch wieder passieren, wenn wir wieder eine Runde Phasmophobia spielen. Ich hoffe, wir sehen uns bis dahin wieder. Haut rein, ciao. Bis dahin, macht's gut. Ciao.